Meine Damen und Herren, ich begrüße Sie ganz herzlich zu den ORF3 Künstlergesprächen aus Grafenegg in Niederösterreich. Ich freue mich sehr auf Schauspieler Peter Simonischek. Hallo, schön, dass Sie da sind. Danke für die Einladung, Herr Felslacher. Lieber Herr Simonischek, heuer werden 100 Jahre Salzburger Festspiele gefeiert und damit auch natürlich 100 Jahre Jedermann. Sie waren der längst dienende Jedermann von allen. Sie haben das 8 Jahre gemacht und ich glaube, wenn ich richtig durchgezählt habe, 91 Vorstellungen. Da sind wir schon auf dem Kriegsfuß. Um Gottes Willen. Ist falsch? Ne, es behaupten alle 91. Ja, aber es waren? Verkaufen aber die Generalproben wie Vorstellungen. Oh, ja. Der Schauspieler, der unterscheidet ja nicht. In der Oper kommt es gelegentlich vor, dass die da nicht aussingen an der Generalprobe. Wir geben immer Leib und Seele. Also ich habe es 8 Jahre gespielt, ein Gastspiel in Ingolstadt dazu, eine mehr pro Dings, genau 100. 100 Jahre, 100 Vorstellungen. Peter Simonischek, Jedermann. Welche Bedeutung würden Sie denn eigentlich dieser Rolle in Ihrer Karriere geben? Das muss ich jetzt formulieren, ne? Ja, schwierig, weil das macht einfach Freude. Das ist jetzt vielleicht nicht so eine künstlerische Herausforderung, was weiß ich, wie zum Beispiel der Prospero oder Hiob. Aber es ist, sagen wir mal so, es hält sich die künstlerische und die sportliche Herausforderung die Waage, weil es ist immens anstrengend. Mhm. Will Quadflieg, der das ja auch mal gespielt hat, hat gesagt, er spielt zweimal den Faust, bevor er einmal den Jedermann spielt. Ja, das ist, es ist wirklich, und das hat er ja, wissen Sie ja mal, so 50 Grad auf der Bühne, das ist nichts Seltenes, wenn die Sonne scheint um 5 Uhr Nachmittag. Mhm. Und da gibt es dann eine Stelle, ja, wo der Schatten von dem Turm da hinkommt, ja, da warte ich immer schon, der kriegt das so langsam die Treppe hoch. Und da gibt es ja einen kleinen Moment während der Festtafel, wenn die das Lied singen da, und da darf er einen Moment mal so wegtreten, so ein bisschen irgendwie in Vorahnungen, habe ich mir dann diesen Schattenplatz ausgesucht immer. Sie haben in einem Interview einmal gemeint, wenn man den Jedermann spielt, man spielt nicht den Jedermann, man ist dann der Jedermann für die Zuschauer. Was macht denn diesen Mythos aus von dieser Rolle? Naja, Sie sagen es ja schon, in dem Wort Mythos ist ja schon was Unerklärliches manifestiert. Ich denke, dass gerade das Feuilleton und die Intellektuellen dieses Stück immer ordentlich aborfeigen, ja? weil diese katholische, christliche Doppelmoral da natürlich ganz deutlich aus diesem Plot herauskommt, gerade am Schluss, nicht? Kannst dein ganzes Leben leben ins Aus und Braus und dann dich wie eine Wildsau benehmen und am Schluss sagt, oh, es tut mir leid und dann ist alles wieder gut, ja? Und das empört die Menschen, ja? Aber nicht wirklich. Weil wenn Sie an der Stelle sind, dann möchten Sie es gern auch so haben und nicht anders. Ne? Und das ist, man sieht dem Stück genau an, dass da zwei dran gebastelt haben. Der eine hat viel vom Theater verstanden und der andere viel vom Schreiben. Sind eigentlich die Rollen, für die man in der Öffentlichkeit am bekanntesten ist, das ist bei Ihnen der Jedermann und sicher auch der Toni Erdmann, sind das eigentlich die Rollen, die man selber auch am liebsten gespielt hat? Also in den beiden Fällen ist es tatsächlich so. Ich bin ja einer der wenigen Schauspieler vielleicht, die den Jedermann sehr gern gespielt. Ich wollte den immer spielen. Ja, ich bin ja schon vor Jahren, weil ich ja mit Peter Stein lange an der Schaubühne war. Dann war er ein paar Jahre Chef in Salzburg, Schauspielchef. Und dann habe ich ihm gesagt, du Peter, also hör mal, ich möchte es mal spielen. Was? Sollst du das spielen? Ich sagte, wer bei mir den Jedermann besetzt? Der Taxifahrer besetzt den Jedermann. Wieso denn das? Sag ich. Den frage ich, wen er sehen will, und er sagt Götz George, und er spielt ihn dann, hat er gesagt. Ja, hat ihn zwar nie gespielt, aber ja. Ich habe gewusst, was er meint. Ja. Da braucht er irgendwie so eine Prominenz halt, und dann ist er das. Wie war die Frage? Die Frage war, ob man eigentlich die Rollen, für die man am bekanntesten ist, ob man die auch am liebsten gespielt hat für sich selber. Naja, der Erfolg macht irgendwie schon was mit einem. Ja. Es ist nicht so leicht, auf einen ganz handfesten Misserfolg, auf den man stolz ist, aber grundsätzlich, das macht es einem nicht leichter. Ja? Mhm. Aber diese Geschichte,
Wie gesagt, der Jedermann, den habe ich einfach wirklich gerne gespielt. Mhm. Ja? Also ich sage Kasperltheater, das ist jetzt etwas despektierlich. Es ist natürlich, wenn man so will, ein Todeskasperltheater. Aber wenn Sie da runter gucken, ich habe ja schon ein paar Jahre vorher den Tod drei Jahre lang gespielt. Sie, das glauben Sie nicht. Ich meine, ich weiß ja nicht, warum die einzelnen Schauspieler zum Schauspieler werden und zum Theater gehen. Aber der Moment, wenn am Anfang der Gottvater den losschickt, den Tod, er soll den Jedermann holen und er soll sein Schuldbuch nicht vergessen und er soll vor ihm erscheinen. Mhm. Und dann ist er an der Tafel und dann kommen sie aus der Kirche hinten. Damals hatte ich, glaube ich, sogar noch eine Sense in der Hand. Kam und das Gerippe, kommst du so raus. Langsam, langsam, da sieht man den Kopf zuerst, diesen Totenschädel. Und dann den ganzen Ding. Und du merkst, dass du siehst ja am Tag, ist es ja taghell, ne? Du siehst ja das ganze Publikum am Theater, siehst du das ja nicht, weil du bist geblendet von den Scheinwerfern. Da hast du die aber alle präsent und die sitzen wie im Kasperltheater. Da ist er, jetzt kommt er. Und du siehst das, die Leute leben da mit, ja? Und ich meine, das ist die Freude des Schauspielers, dass er merkt, er hat das Publikum, er hat die Begeisterung und die Angst und das Mitzittern. Das ist gut gemacht in der Hinsicht. Sie haben in einem Interview unlängst gemeint, dass die Lüge ein Teil der österreichischen Kultur ist. Und ich habe mich gefragt, warum ist denn das eigentlich so? Also der ganze Schnitzler wäre ja gar nicht denkbar ohne Lüge. Ja? Zum Beispiel in der kleinen Komödie kommt sie da zurück und sagt, und dann hat er gefragt, na, woher kommt die Dame? Weil er eifersüchtig ist. Und dann sagt sie, und ich habe gesagt, dass ich mit dem Fiaker um den Ring gefahren bin, weil zum Lügen war ja kein Grund, sagt sie. Ne? Also dann hat sie die Wahrheit gesagt, aber es wird auch noch explizit erwähnt, dass es sich um die Wahrheit handelt, weil zum Lügen war ja kein Grund. Ja? Also es ist, die Lüge ist sozusagen eigentlich ständig parat. Sind Schauspieler Lügner? Sie switchen von der anekdotischen Frage zu den tief philosophischen, weil ein Schauspieler ist natürlich ein Lügner im Dienste der Wahrheit. Ja? Es gibt in der Lüge eine Wahrhaftigkeit. Mhm. Auch beim Schreiben ist es so. Ich habe mir das auch von den Schriftstellern so sagen lassen. Ja? Es muss die größtmögliche Wahrheit in der Fiktion sein. Wahrhaftigkeit, sagt man. Ja. Man unterscheidet ja ein bisschen dazwischen Wahrhaftigkeit und Wahrheit. Mhm. Ja. Und, aber Sie wissen das, wenn Sie ins Theater gehen oder wenn Sie im Kino das sehen, Sie spüren den Moment untrüglich. Mhm. Ja. Weil es passiert nichts anderes, als dass die Liebe fließt. Es muss, man öffnet sich, ja. Und also diese amerikanische Methode, die nach Stanislavski, die sogenannte Method Acting, besteht ja daraus, dass man sozusagen die größtmögliche Öffentlichkeit zugleich mit größtmöglicher Privatheit vermischt. Mhm. Ne? Das ist so das Ziel, dass sie tatsächlich nicht mehr unterscheiden können. Und deshalb sind sich ja die Schauspieler auch alle einig, wer der Größte war. Das war der Marlon Brando. Weil der tatsächlich so gespielt hat, als ob es gar kein Textbuch und keine Vorlage geben würde, sondern dass er so gespielt hat, so würde jede Entscheidung im Moment treffen. Und das ist eine solche Gnade, wenn Sie das können. Mein Gott, da ist jeder neidisch. Jeder, der den Beruf hat, ist neidisch. Da gibt es noch ein paar, die es ganz gut können, wie der De Niro und so. Stimmt es, dass bei Ihnen eigentlich Helmut Lohner derjenige war, der Sie drauf gebracht hat, dass Sie überhaupt Schauspieler werden wollen? Ja? Ja, hat er. Hat den Hamlet gespielt in Graz, ich war 16 und mein Vater hat mich da mitgenommen, wenn er gewusst hätte, was das zur Folge hat. Ich sollte ja, wie er war, Dentist, ich sollte Zahnarzt werden. Und der Helmut war der Hamlet und das hat mich, da war ich so aufgeregt. Als ich rausging, ich war außer mir vor Begeisterung. Ich war so, ich dachte, nichts anderes, es gibt gar nichts anderes. Das ist es. Und der Helmut war wirklich ein super Schauspieler. Sowieso ein toller Schauspieler, war als junger und gerade als Hamlet, diese zerbrechliche Figur und diese Präsenz, die er hatte. Und es war wirklich
atemberaubend für mich. Mhm. Und als ich dann mit ihm, als ich dann am Domplatz tot sein durfte, das war schon toll. Mhm. Also es sind so schöne Momente im Schauspielerleben, solche Begegnungen. Und wir haben uns auch sehr gemocht. Mhm. Weil ich habe mir gedacht, ist dieses Gefühl, wenn man dann rauskommt aus dem Theater und für sich weiß, was man will eigentlich im Leben und wer man sein will im Leben, ist das nicht ein großes Glück eigentlich? Wenn es denn so wäre, dass man wirklich genau weiß, was man sein will und wer man sein will im Leben, das ist mit dieser Entscheidung leider noch nicht manifest. Erstmal heißt es nur, dass man gerne auf die Bühne möchte und was spielen will. Mhm. Man weiß ja eigentlich noch gar nicht genau, warum. Und im Laufe eines Schauspielerlebens formuliert man dieses Bedürfnis und diesen Wunsch immer wieder neu. Das muss man immer wieder neu formulieren. Weil der erste Impuls, als ich 16 war, das wäre wahrscheinlich traurig, wenn das heute nicht was anderes auch noch wäre. Ja? Sicher, so eine Urlust, die verlässt einen nicht. Ne? Hoffentlich. Aber was war denn dieser erste Impuls? War das einfach, auf die Bühne zu gehen und berühmt zu werden? Das zu spüren und den Partner und die Bühne und den Boden zu spüren und das Buch, das man hält, zu spüren. Also da ist nichts Beiläufiges. Das war alles klar und geführt und er war einfach wirklich gut. Mhm. Wenn der nicht gut gewesen wäre, ich glaube, das wäre spurlos an mir vorbeigegangen. Aber er war gut. Er war richtig mit seiner Mitte im Geschehen und offen. Und deshalb hat mich das so getroffen und berührt. Mhm. Und tja, vielleicht, wenn ich einen so ähnlich begabten Koch kennengelernt hätte, wer weiß. Sie sind ja in der Südsteiermark aufgewachsen. Sie haben dann in Kärnten im Stiftsgymnasium im Lavantal St. Paul die Schulzeit verbracht. Und ich habe mir gedacht, wenn man diese Zeit mitdenkt und auch, wo Sie aufgewachsen sind, das muss ja was wahnsinnig Exotisches gewesen sein, wenn man dann sagt, man will Schauspieler werden. Naja, besonders exotisch war es in Markt Hartmannsdorf, wo ich zur Volksschule gegangen bin. Da haben sie mich noch, da war ich schon längst in Düsseldorf am Theater und bin zu Hause zur Tankstelle gefahren. Ja, servus, beide. So, was machst du? Du, ich sehe mich ja gar nicht. Im Fernsehen haben die gesehen jetzt. Sag mal, tust du auch noch Schauspiel? Ist das, du, da ist Schauspiel und so. Sag ich, ja, das ist Kampf für dein Leben. Hat er gesagt, ja. Naja, wo hast du einen Golf? Sicher, Golf und so. Das war so die Haltung am Dorf. Sie haben in einem Interview einmal gemeint, ich habe ein Durchhaltevermögen, das grenzt schon fast an Charakterlosigkeit. Oh. Und das habe ich einen guten Satz gefunden. Na hallo, da ist was dran. Natürlich, klar. Man muss ja oft wirklich, gerade am Theater, da gibt es ja von den Laien oder Zuschauern oft die Frage, nein, wieso ist denn das, diese armen Schauspieler, die tun einem ja so leid. Was macht denn der Regisseur mit euch? Ja? Was verlangt, müsst ihr das mitmachen? Gibt es da keinen Direktor, der sagt, nein, das kommt mir nicht heraus? Das hört man ja immer wieder nicht. Aber das ist natürlich die Freiheit der Kunst. Und wenn sie, gerade nirgends gilt das, glaube ich, so wie am Theater, wenn sie A sagen, dann müssen sie auch B und dann irgendwann mal auch bis zum Ende mitgehen. Mhm. Und gerade bei jungen Regisseuren, dann, wenn die Alten anfangen, so passive Resistenz zu spielen und so weiter, dann ist ein Junger sofort verunsichert und man wird nie erfahren, ob er was Tolles wollte, weil keiner mitmacht entsprechend. Deswegen muss man sich wirklich richtig drauf einlassen. Mhm. Und jetzt kann es kommen, kann man sagen, bis zur Charakterlosigkeit, wenn man schon sieht, da geht kein Weg lang, das wird nicht. Man muss dann dabei bleiben und man muss Kompromisse machen und das ist oft sehr mühsam. Mhm. Wissen Sie, wenn die meiste Kraft bei der Arbeit da für Diplomatie drauf geht, das kennt man aber in anderen Berufen auch, glaube ich. Ne? Sie verstehen, was ich meine, wie man sich arrangiert mit den anderen oder mit dem Regisseur und der dann, oh Gott, was habe ich, im Laufe des Schauspielerlebens, da haben sich schon ein paar echt tragische Dinge ereignet. Ja? Mhm. Abgesehen davon, dass manche wirklich
ihr Leben eingebüßt haben in der Verzweiflung. Wenn ich Ihnen sage, der 7. Oktober 2001, fällt Ihnen was ein dazu? 7. Oktober 2001, ja. Da war ich mit den Kindern und mit dem Hund in der Steiermark. Es war ein Sonntag. Und wir sind so gegen 3 Uhr aufgebrochen. Vielleicht auch gegen 4. Damals gab es auch schon Mobiltelefone. Ich rufe meine Frau an und ich sage, Brigitte, also wir fahren jetzt los, aber ich habe fast keinen Akku mehr. Ich mache das aus und rufe dich dann kurz vor Wien wieder an, damit du weißt, wann wir nach Hause kommen. Ja, dann ist es Abendessen fertig und. Jungs, Hund, wir fahren. So, kurz vor Wien mache ich das Handy wieder an und sage, so, wir sind jetzt gleich da. Und sie sagt, ja, schön, gut, fein, Abendessen ist fertig. Und ja, kommt's und macht das Handy wieder aus. So. Da habe ich nichts gedacht dabei. Dann haben wir gegessen, schön Espresso getrunken und dann sagt sie, so, jetzt haben wir es überstanden. Auch du und wir haben es eh schon lange überstanden. Du hattest heute Vorstellung. Was? Wie? Wann? Wo? Renn hin zum Plan, ja. Und da steht dann tatsächlich, damals wurden die Pläne noch mit Fax geschickt und die Feiertage waren mit Farbe unterlegt, aber das Fax druckt ja nur grau und schwarz. Und dann, deswegen war der Sonntag kaum zu lesen, weil durch die Farbe war es grau und das war, habe ich übersehen, dass da, und zwar eine um 17 Uhr, ja, also keine Chance. Im Auto unterwegs, dann schaue ich aufs Handy, 42 Anrufe in Abwesenheit, dann habe ich gewusst, das war's, ja. Und meine Frau hat gesagt, ja, aber das ist alles gut gegangen, der Florentin hat für dich gelesen, der Florentin Groll war eh in der Produktion und ich habe den Kaiser gespielt, der kommt erst nach der Pause dran. Eine Verkettung von unglücklichen Umständen, weil ich hatte auch mit der Regieassistentin ein Agreement, dass ich immer vor der Vorstellung eine SMS schicke. Und wenn ich die nicht schicke, dann, weil ich erst in der Pause komme, das ist ja ein Risiko, ne? Ja, schrecklich. Weil wissen Sie, es ist immer so, dass es immer heißt, jeder Schauspieler verpasst einmal im Leben eine Vorstellung. Ich habe gesagt, nee, ich nicht. Warum denn auch? Ja, peng, es erwischt einen. Und jeder Schauspieler fällt mal von der Bühne. Nee, ich nicht, das ist jedermann. Und schon war ich weg von der Bühne. Mein Gott, da hätte ich allerdings tot sein können. Dem Jedermann war das da, das war eine Abendvorstellung. Wo das Feuer rauskam, haben Sie es gesehen, so aus dem Boden, das bricht dann auseinander und da kamen solche Flammen hoch. Nachts wirkt das natürlich noch ganz anders. Und da standen dann immer welche Statisten auf der letzten Reise, lade ich die ein, mitzukommen. Ein Geleit rüber, wo man nicht alleine hingeht gerne. Und er befiehlt da seine Bediensteten. Und diese Statisten, die standen immer vor dem Spalt. Und aus irgendwelchen Gründen haben diese Gauner sich auf die andere Seite gestellt von dem Spalt. Und ich gehe dahin, nehme sie so und mach weg, 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 bumm, nach unten. Ja? Gott sei Dank war der Spalt nicht so breit und ich bin mit den Ellbogen, habe ich mein ganzes Gewicht aufgefangen. Da musste nachts noch operiert werden, die Schleimbeutel waren Matschka. Obwohl ich Ellbogenschützer hatte. Und wenn ich durchfalle, breche ich mir das Genick. Keine Chance. Wow, okay. Und diese Typen, ob sie sich absichtlich da vorne hingestellt haben oder ist schon eine Aktion. Ich meine, wenn sie eine Position vor dem Spalt haben oder hinter dem Spalt. Also. Aber sie haben dann einfach aufstehen und weitermachen? Ja, oder? Ganz schnell. Das funktioniert in hundertstel Sekunden. Sie fallen da runter und im Moment müssen sie entscheiden. War es das? Geht es weiter? Kann ich überhaupt mich bewegen? Geht es? Und dann sind sie schon oben, zack. Meine Frau war in der Vorstellung. Die hat es gar nicht gemerkt. Wirklich? Die hat es nicht gemerkt. Für eine Sekunde war ich weg und dann war ich wieder da. Das ist irre, wie wach man da wird. Sie sind ja seit 1999 Ensemblemitglied im Burgtheater, Ehrenmitglied im Burgtheater. Wie geht es Ihnen denn mit der neuen Direktion momentan? Ja, ich weiß nicht, wie es der neuen Direktion geht mit der Situation. Also, das stand von Anfang an unter keinem guten Stern. Weil einer der wichtigsten Regisseure, den ich auch für einen der besten Jungen, oder jung ist er auch nicht mehr, aber Simon Stone, der hätte ja ein Stück machen sollen und hat das ganz kurzfristig abgesagt. Weil es ist ein Gau für ein Theater. Der hat auch in München das abgesagt, einem Freund, der dort Intendant wurde, der Beck heißt er, glaube ich. Und
Und da irgendwie, was weiß ich, Netflix klingelt an und dann ist einfach alles andere. Und das hat es halt früher nicht gegeben. Ne? Also ich bin auch noch alte Schule, Vertrag ist Vertrag. Ja? Also da, ich habe schon zähneknirschend auf tolle Angebote verzichtet, weil ich früher was anderes zugesagt hatte. Wer wird der neue Jedermann? Ja, gibt es einen neuen Jedermann schon? Ist schon klar, wer das macht? Ich glaube, es ist Lars Eidinger im Gespräch. Finde ich schade. Ich schätze den sehr. Sehr. Aber das ist einfach ein Irrtum. Auch der Gerd Voss war kein guter Jedermann. Das ist ein Unsinn. Einen begabten Verwandlungskünstler, der Eidinger ist und der Voss auch war, braucht man nicht für den Jedermann. Für den Brehermann braucht man einen authentischen, wo man das Gefühl hat, der braucht gar nichts zu spielen, der ist es. Sie machen keinen Punkt, indem sie da einen anderen spielen. Also, der ist so ein toller, ich habe den Richard III gesehen, ich habe Hamlet gesehen, ich habe Ibsen gesehen von ihm, Tessmann, super, ganz toller Schauspieler und ein wirklich, ja, klasse. Wir sollen doch lieber den Philipp Hochmeier spielen lassen, der mag das gern, der hat gezeigt, der kann das, der hat Charme, der hat Präsenz und so. Ja, oh gut, okay, aber mich fragt ja keiner. Lieber Herr Simone Scheck, was wünsche ich Ihnen? Dass mir die Lust nicht vergeht. Mhm. Das ist ein guter Wunsch. Ja, bitte. Dann wünsche ich Ihnen, dass Ihnen die Lust nicht vergeht und bedanke mich fürs Gespräch. Vielen Dank. Danke.